Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 6. April 2018. Die Steinbockgeborenen und die Wiedergeborenen sollen auf dem Gesprächen achten. Wenn das zu impulsiv ist oder zeigen Wut, das führt zu Missverständnissen, das führt zum Streit. In die Liebepartnerschaft kommt ein guter Einfluss auf dem Stier-Damen, weil es nähert sich einer männlichen Person und es ist eine sehr schöne Verbindung. Glück in die Liebepartnerschaft nähert sich bei Stiergeborenen, bei Jungfraugeborenen und auch bei Steinbockgeborenen. Es ist vielleicht nicht heute, besonders bei den Jungfraugeborenen fühlt sich das nicht so an, aber ein bisschen Geduld noch, weil in den Tagen wird auch das Liebesglück da sein oder beruhigt sich etwas oder kommt zu einer Versöhnung. Die Liebepartnerschaft ist auch wichtig, momentan ein wichtiges Thema bei den Skorpiongeborenen. Und sie haben die Begeisterung, auch die Leidenschaft verspüren die Skorpiongeborenen. Aber wichtig ist, dass sie nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen. Ein Impuls setzen, ein Lächeln oder die Kontakt suchen. Oder Gefühlen zeigen, so kommt die Liebe im Gleichgewicht, so kommt es auch in Harmonie. Die Fischengeborenen geht momentan nicht so gut, aber ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Umbrüche, Veränderungen, das ist zum Erwarten bei Wiedergeborenen, bei Löwengeborenen und bei Schützengeborenen. Die Schützengeborenen sollen Ziele setzen und auch wenn das momentan noch unklar, undeutlich ist, nicht die Ziele aus dem Auge verlieren, sondern konzentriert bleiben. Konzentriert bleiben sollen auch die Zwillingsgeborenen. Nicht allzu viel tun und überall aktiv sein, sonst verlieren sie den inneren Gleichgewicht, verlieren sie den Kraft. In Kraft zu bleiben, das ist immer noch wichtig, nicht nur für die Zwillingsgeborenen, sondern auch die Krebsgeborenen. Die Löwengeborenen haben eine wichtige Lebensaufgabe und die erleben momentan in erster Linie in beruflichen Situationen. Viele Löwengeborenen suchen den beruflichen Weg, ihren wahre Berufung. Die Jungfrauen geht nicht besonders gut im Arbeitsplatz. Sie möchten etwas verbessern, suchen Auswege, aber sie fühlen sich eingeschränkt momentan. In den kommenden Tagen wird aber besser sein, das beruhigt sich alles oder bekommen Anerkennung oder haben Möglichkeiten, Chancen. Also Geduld, verbessert sich etwas im Arbeitsplatz und auch in die Liebe, Partnerschaft. Und das war meine heutige Botschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.